Schau mal da. Hallo, servus. Wir haben um 7:30 losgefahren, oder? Ja, ungefähr. Ja, es ist arschkalt. Und es ist kalt. Eigentlich wollten wir in der Lederhosen fahren, aber bei gefühlte 11 Grad haben wir dann gesagt, dass wir doch lieber mit der Jeans und mit der Jacken fahren. War eine sauber gute Idee, auf jeden Fall. Die erste Mal dabei, der Reise. Reise, sag mal ein paar Takte. Das ist geil. Zwei Takte. Reise, was machst jetzt du da? Erst machen. Es hat sich gelöst gehabt. Es hat sich gelöst gehabt. Noch die ersten paar Kilometer. Schauen wir mal, wie sind die hinten. Nein, mach nicht auf, sonst zuckt es wieder aus. Der Schluss zum Tank drin? Ja. War leck. Randvoll. Genau, da lasst ihr halt nichts rein. Genau wie der Fahrer. Dabei schauen wir noch mal an. Aber das ja. Ist gar kein Racing-Steifen diesmal. Eine wunderbare Aussicht. Da hinten scheint schon die Sonne. Haben wir von da hin. So, meine Lieben, wir sind jetzt bei der Metzgerei. Der Lumpi kennt sich nämlich im Landkreis aus. Metzgerei Weingast, der hat gemeint, da gibt es Weißwürst. Uns ist arschkalt. Walter verliert sich über das Grafik. Reise wackelt auch noch mal nach. Und ja, angefangen hat er jetzt schon gut. Der Reise ist losgefahren daheim und wir haben ihn schon gehört in 5 km Entfernung. Der hat seinen Auspuff Endtopf verloren. Es hat ungefähr gar nicht laut da, weil ein Reisesehne ist sowieso schon die Staatstier. Also, wenn man fährt, hört man eigentlich nur ein Reisesehne. Ja, jetzt werden wir schauen, ob wir ein paar Weißwürste erwischen. Geil. Es ist jetzt, keine Ahnung, wie spät. Wir sind jetzt in, waren wir überhaupt? Nein, in Feinbach. Die Sonne kommt sich da raus, in der Früh hat es richtig dreckig hergeschaut, um 7 Uhr hat es noch gering, wo wir eigentlich losfahren wollten. Da hinten haben wir irgendwo einen Berg auf, sagt der Lumpi. Da. Aber es wird jetzt halt schon wieder, Gott sei Dank. Und hoffentlich wird es auch ein bisschen wärmer. Da brauchen wir nicht irgendwie mit den Handschuhen mal rumfahren. So, jetzt schauen wir, dass wir was zum Futtern kriegen. Und vielleicht ein halbes Bier. So, jetzt gibt's Frühstück. Der Walter macht sich das Frühstück auf. Geil. Absolut delicious, meine Lieben. Es wird richtig. Derek. Lass die Platons zusammenleiten. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass die Schlosser Michel heißt. Buchner Carving. So, Prozess beendet, jetzt fahren wir wieder weiter. Ja. Michel, man kennt ihn fast nicht. Also, man muss schon genau hinschauen, dass es ist. Da Walter. Servus. Lumpi. Grüß Gott. Reise, die hat auch so eine geile Schübrein auf. Servus. Servus. So, da packen wir es wieder. Vorne! Walter hat Malheur! Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gesehen hat. Irgendwas ist komisch angehört. Und ja. Schauen wir. Kicken wir mal. Was ist denn dabei, Walter?
Als Wiener Film, das ist das, was nicht Film in einer will. Gut, also beim Wald ist es jetzt so, die Leistung fällt halt so wie immer. Ach, und Schlosser halt. Blodert ein bisschen hintasse. Also das Blodern ist neu. Das Blodern ist neu. Lumpi, was meinst du als Chefmechaniker, was könnte jetzt das sein? Die Zündkerzen. Lumpi meint Zündkerzen, Walter? Vermutung? Keine Ahnung. Walter ist scheißegal, wir lassen ihm seine Ruhe. Andi, was meinst du? Ich glaube, dass die Zündung ist. Zündung? Weiß ich, was gibst du? Was gibst du für einen Tipp ab? Was kann es sein am Moped? Zu wenig Bier. Ich persönlich vermute auch, zu wenig Bier. Zu wenig Bier und geile Weiber. Geile Weiber geht auch. Zu wenig Bier und zwei Kegel. Andreas, kleines Interview. Wie geht's dir? Sehr gut. Wie ist das Wetter? Geil. Wie viel Bier haben wir? Eins. Ist das in Ordnung oder ist das zu wenig? Zu wenig. Zu wenig. Deutlich zu wenig. Okay. Siehst du, der ganze Kahn geht nicht mehr. Am nächsten Tag wieder mal über den Liter Sprit erwarten. So, gewohntes Bild von letztes Jahr. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Ihr könnt es gerne nochmal in unserem Video von letztes Jahr nachschauen. Eins zu eins dasselbe. Aber wir machen es jetzt trotzdem noch, weil vielleicht kann es der Wette dann noch wieder merken. Alle Jahre wieder. Aber diesmal glaube ich, haben wir wenigstens einen 17er Schlüssel dabei, dass wir Pullradl runterbauen können. Oi, da schaut euch mal das an. Da fällt die andere Hälfte von dem Unterbrecher. Oh, fällt was? Wie? Tu mal dein. So, erster Versuch nach dem Unterbrecherwechsel. Walter probiert sein Moped jetzt anzulassen. Schauen wir mal Benzinhahn auf. Hast du das gescheit festgezogen? Nein. Nicht, dass es einen Keil abfährt. Ah, dies war vielleicht die Idee. Aber ich hab's eigentlich schon festgezogen, aber nicht mit der Schlaufe. Ja, aber es läuft aber nach und dann kommt es sein, dass der absagt. Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, das ist halt. Probieren wir es nochmal so, also. Irgendwann wird es schon passen. Gut. Nochmal bitte. Der Keil nicht mehr der Biste ist. Ich bin schon gespannt auf den von Lumpi seiner Kupplungsseite. So, jetzt sind wir gespannt. Versuch aufs Exempel. Das wird wahrscheinlich den Hinterreifen zerreißen. Da fällt der Reifen aber. Walter weiß, wie man Unterbrecher tauscht. Er lacht. So wie hergenommen. Ja, unser Hobby-Elektriker pfuscht da wieder an seiner Zündung nochmal drum. Halt's mal, Schlosser. Um jetzt schnell zu messen. Also folgende Situation, wir haben jetzt noch nicht weit gekommen, Walter sein Moped läuft wieder und jetzt haben wir festgestellt, dass beim Lumpi die Ketten schlagt und die Murder ist locker geworden. Nein, ja, das ist so. Jetzt haben wir es nach hinten durchgeschoben. Mach vielleicht einer, dann schmeißt du es nicht um mich. Jetzt müssen wir da das Blatt wieder zurückklopfen. Damit wir die Mutter festziehen können. Ich hoffe, ein 21er ist so ein 21er. Das ist was Größeres. Wage ich jetzt damit zu behaupten. Gut, dass du so gut hinkommst. Hinterreifen festziehen vielleicht. Das ist ja ein Scheißdreck. Ich drehe raus gleich aus. Ich sag's ihn. Ich würde dir nur sagen, ob du eine gescheite Wasserpumpenzang mitnimmst oder die andere. Fest. Okay, ist jetzt das vergrößern oder nicht? Ja. Ist das so ein wahres Ding? Wie ich so viel Schmeiß hab. Einwandererfrei. Wo ist meine Tachoabnahme? So, alle Malioritäten haben behoben und wir fahren weiter.
So, Panne Nummer 2. Das ist mir auch erwischt. Die dritte ist an einer anderen Stelle. Jetzt eine Reise beim Bergabfahren gerade. Zündung ist ein, oder? Einfach irgendwie ausgegangen. Irgendwie passt es nicht mehr so recht. Dann probieren wir nochmal alle zu treffen. Ja, ich bin gegangen mit dem. Echt, hast du einen anderen? Ja, wirklich, ja. Der Walter steht auch irgendwo, der kommt aber gleich, hat er gemeint. Der ist in mir voraus vorgestellt und die haben gerade angerufen. So, läuft wieder. War scheinbar bloß die Zündkerze. Oder doch nicht. Ich mich einig, was kriegt. Mahlzeit! Mahlzeit mal nach vorne. Geil. Mahlzeit! Wir sind jetzt am Tegernsee. Da glaube ich gibt es alkoholfreies Radler. Wenn wir einen Blutskrank. Ja, und Reis ist jetzt Zündkerzen haben wir eh gehabt. Da hat er jetzt halt einmal seinen Luftfilter verbaut, aber das bringt auch nichts. Dann werden wir da nochmal schauen. Und ja, jetzt machen wir Mittag. Panne! Also, der Walter muss jetzt seinen Unterbrecher nachstellen. Walter, hast du schon eine Idee, wie wir es machen könnten? So nicht. Aber was frage ich eigentlich? Du bist Experte im Unterbrecher nachstellen. Mhm. Ratschenkasten ist schon euch, parat. Ich mach das jetzt dann wieder, Andi. Andi hat sich weh, du. Andi ist blöd zum Spion aus da. Spion ist eine Fühlerlehre, aber in Fachkreisen sagt man auch Spion. Ja, lustig, wenn ich die Arbeitskollegen umschauen. Freuen Sie. Da Kitten haben wir dabei, alles haben wir dabei. Kitten haben wir dabei. Kitten, Welle? Du kannst eine neue Kitten. Welle? Ich glaube, ich Kitten dabei. Ich habe auch noch Kitten dabei. Ich muss sogar neu brennen. Hast du keine Kitten dabei? Aber oder? Das ist jetzt was anderes. Da ist eine Fühlerlehre. Das ist super. Geil. Das ist alles super. Andi mit seinem sexy Stimme. Das ist richtig sexy, vor allem das kann man hinten aufmachen. Also da ist eine Werbung. In Zukunft könnte da Eierwerbung stehen. Ja, hier könnte ihre Werbung stehen. Beim Schneider im Hirn. Geil. OP. Die sogenannte Schneider-Hirn-Werbung. Genau, das war jetzt gerade eine kleine Werbepause, weil der Walter braucht mich wieder ewig, bis der da seinen Seitendeckel überschafft. Mein Gott, Walter. Boah, ich sag's euch, das ist ein Kreuz. Ich baue mir jetzt so eine Zündung ein wieder an, die war. Ach! Wie ein Winter geschimpft, wie ein Rohrsport. So was braucht man nicht, das ist ein Scheißdreck. Ja, das neumoderne Klump hat da. Das neumoderne Klump. Man weiß ja, ich probiere es eigentlich aus. Also von der Lage her ist es sau geil. Wir haben Österreich seit 50 Metern. Gespannt man gleich am Internet, das ist viel besser als bei uns. Sofort kann ich empfangen werden.
Also kurzer Zwischenstopp. Bier, aber keine Pfanne. Es ist saukalt, wir haben Edeka, es gibt Bier. Das schmeckt so mittelmäßig. Ist gar nicht. Und es ist nur mehr oder kalt. Es ist einfach arschkalt. Bei dir vielleicht. Bei mir ist es. Aber auch kalt. Nicht der Schluss dafür. Schaut schon kalt aus. Ja, wir haben fürs Nachtlager schon ein bisschen was vorbereitet. Wir wissen zwar noch nicht, wo das ist, aber mal schauen. Oder weiter, sagst du? Ich mag keine Nahaufnahmen. Gut, passt ja nicht. Hallo, wir sind auf die Nacht angekommen an unserem Nachtlager. Jetzt schauen wir gerade noch das Fußballspiel an, Bayern BVB. Und da hinten stehen die Zelte, der Dr. Lumpi. Das ist irgendwie so eine Hütte mitten auf dem Feld. Da, ja, man sieht es nicht. Hinten ein paar Berge und da ist ein See. Und, ja. Oh, Alter, Davis. Ja, und jetzt lassen wir uns den Kasten Bier da schmecken. Bier! Geiler erster Tag! Tschüss! Sau gut! Bis morgen! Gross. Walter wird um 6 geweckt. Ach, das Mann. Doch! Morgen! Ist schon wieder wach? Nee. Walter! Ich hab vergessen, dass ich meinen Wecker ausmache. Weil ich heute um 5:45 war. Ja. Walter! Aufstehen! Gibt's schon Kaffee und Kuchen? Ist schon fertig. Geil! Ist der Walter schon wach? Mhm. Echt? Morgen! Alle mal aufstehen, die Mücken sind auch schon wach. Wen haben wir da? Michi! Michi? Mhm. Schon wach? Mhm. Guten Morgen! Du musst aufstehen, mein Lieber! Mhm. Lach doch mal für die Kamera! Wo steht der Lumpi? Lumpi? Lumpi ist nur tot. Ein überall so scheiß Mucken umeinander, das ist furchtbar. Und da schlaft der Reis ein. Ich hab keine Ahnung, wie man das Z reinkommt. Ja. Naja, auf alle Fälle ist jetzt ziemlich in der Früh, wenn jetzt wach. Also ich zumindest. Und ja, schauen wir mal, was der Tag noch bringt. So, Nachtlager beendet. Gut, warten wir die Gaspar schon. Jetzt geht's zum Bäcker. Heute hat die Kasten dabei. Schauen wir, ob das hier ist.
Grüß Gott, meine Lieben. Wir sind am Fuße des Zugspitzes. Des am Zugspitzes. Fuße des Zugspitzes. Ja, machen wir nochmal rein. Machen wir nochmal aus, das machen ist eine Scheiße. Probier's nochmal mit. Grüß Gott, meine Lieben. Wir sind am Fuße. Der Zugspitze. Der Zugspitze. Richtig. Ja. Schlosser hat seit gestern auf Nacht ein bisschen Artikulationsprobleme. Wollte mich da unbedingt dafür fahren. Mit dem Moped. Aber das ist alles Zutzung. Da geht die Zugspitzbahn weg. Und da hinten ist der Eibsee. Da werden wir jetzt halt mal ein bisschen runterschauen. Und da müssen wir warten, dass die Mopeds ein bisschen kalt werden, weil ein Reisesee kalm zurückziehen wir ein bisschen. Dann müssen wir noch ein bisschen nachbearbeiten. Ganz hochprofessionell, wie wir das immer machen. So Andi, jetzt erklär mir da genau, was wir jetzt da machen. Wir machen jetzt einmal einen Murks. Wir machen einen Murks. Warum machen wir einen Murks? Wir bauen jetzt den Zylinder aus, okay, und den Kolben. Mhm. Und dann schleifen wir den mit Schleifpapier, so dass er reingepasst. Schleifpapier. Schleifpapier. Das ist eh, glaube ich, ein bisschen zwickt. Aber unsere treuen Fans, die auf unserer Facebook-Seite unsere Posts verfolgen, haben das ja mit Sicherheit schon gesehen, wie das dann ausschaut. Genau. Schauen wir mal. Bist schon locker, Reise? Ich glaube, ich traue mir mit dem Finger nicht hin. Dann nehmen wir den Schaumsteiger. Gut, dass der kaum heiß ist, weil wir gerade eine Viertelstunde lang bergauf gefahren haben. Viertelstunde ist gut. Walter, vielleicht erzählst uns du in der Zwischenzeit ein bisschen was über das Wetter. Das Wetter ist für Mop. Okay, reden wir später weiter. Warum U? Da U. Warum muss ich denn da? Dezent geschliffen? Ja, wie vermutet. Das ist doch super, oder? Wissen wir es wenigstens. Sauber hochgeschliffen. Oh, ist er sauber hochgeschliffen da drinnen. Brauchen wir schnell ein Licht, dass man das sieht. Wie schaut es eigentlich in der Zwischenzeit mit einem Pannenbier aus? Stimmt. Schlecht. Schlecht? Oder magst du uns was organisieren? Wir haben doch noch was auf dem Gepäckträger dabei, oder? Ja, da wollte er halt was dabei. Aber der Geiz, es gibt damit nichts aus. Ja, genau. Der ruft da so drauf auf seinem Zeug. Nein, hol, tu doch das vom Gepäckträger an. Das ist einfach viel heute. Ja, ich mag keine. So ein Schmarrn. Ich mach wieder dicht. Leicht die Riefen. Das passt schon so. Also. Problem. Ich darf ihn so losen. Na ja. Hauptsache Bier ist da. Ja, dann tun wir ihn essen, oder? Ja, hörst du nichts. Wo ist denn die Zange? Tange. Ich wollte die mal essen. Ja, hast du noch gerechst zu putzen. Alter, das schaut schon gut an. Das ist übel. Ja, das läuft jetzt ein bisschen nach. Bisschen. Bis du das nicht mehr siehst, dann bauen wir wieder rein. Dann probieren wir es wieder. Probiert es, dann spürt es. 23. Das ist voll zu fein. Das müssen wir, jetzt müssen wir jetzt erst einmal was runter tun. Schau, da sind wir gescheit was runter, oder? Jetzt sind wir schon gescheit was runter diesmal. Das ist ja orientieren. Nicht, dass man nur mehr ausbauen muss. Ja. Mach's mit dem oder nimm das 240er von mir aus, aber neben dem 180. Ja, ich bin auch eher fürs 400er und ein bisschen drüber. Dann nehmen wir das, ja. Das ist da. Was ist das? 400er. Ja, 400er nimmst du jetzt. Ja, das ist ein viel zu fein. Ja, dann nimm halt das 320er einfach. Was ist denn jetzt das Problem? Was ist denn das da? Das 240er. Ja, nehmen wir das. Ja, wegen dieser Füssel grobs. Und die Frage zwischendurch, was glaubst du, was das richtige Schleifpapier ist? 100er. Ja, 100er. Mhm. Okay, Lumpi mal der 100er. Mhm. Aber unsere Amateure wissen es natürlich. Magst du es irgendwie? Nein, die machst du wieder so, wie du es gehabt hast. Ja, aber dann ist die ganze Hosen dreckig. Ja, dann machst du es auf meiner Meinung, ist erdrückend. Ja, mach du das. Ich hab das noch nie gemacht, mach du das. Alle mach du das, das kann ich halt nicht. Du kannst auch meine Hosen hernehmen. Oder tu die Müllbeutel her. Ja, tu irgendwas drüber. Ja, da ist jetzt aber auch schon so ein Haufen Zeug. Oder tu einen Schneidzahn her oder irgendwas. Ja, passt, oder? Steig heute auf den Jackenschlag, da ist mein Sonnenbrand drin. Hab ich doch gerade gemacht. Leute, da. Ja, wir, warte mal, den legen wir da in die Wiesen rein. Oder so, sehr wurscht. Das ist schön fein. Schau, den wir gleich ein bisschen nachschleifen. Und so jemand macht gerade einen Meister. Also das ist mit Abstand der größte Murks, der jemals irgendwo gemacht hat. Ach geh, bei Männern tun, haben sie erst einmal den Fleil draufgehoben mit dem Hammer. Nehmen wir vielleicht ein bisschen Bier auf wieder zur Schmierung. Was wird? Ja, jetzt.
Meter. Ja. Kannst du den so heben? Jetzt der Ernst, oder was? Ja, weil dann konnte ich das so drüber laufen lassen. Heute war früher mal eine Drehbank. Heute ist er nur noch Draht. Au! Wird's warm heute? Nein. So, jetzt haben wir soweit geschliffen. Schluss zu polieren gerade noch. Ich hab direkt die Hände, was soll ich die abputzen? Nein, nicht besser. Ja, nicht an mir! Achso. Sag halt das gleich. Jetzt schön an See, hab ich. Okay, Papa. Bremsen rein, ich kann See, hätte ich. Ja, ganz gut ist er nicht warm. Hundertprozentig ist es nicht, aber deutlich besser wird zuerst. Da, die haben wir fast heraus. Ja, ja, ja. Jetzt probieren. Jetzt bauen wir rein und dann probieren wir es. Jetzt! Ich, das sieht's nicht. Das Ding immer. Ach, der Ballen. Probier's mal. Warte. Warte. Jetzt pumpen mal. Nein. Hast du das geschafft beim letzten Mal? Mit Mucke und Spucke und viel Klebeband. Wo ist denn der Nupsi? Gut, also Kolm ist wieder verbunden mit der Kurbelwelle. Walter fährt mir schnell einen Zylinder ein. Und jetzt wird's drauf gesetzt. Jetzt fliegen wir noch so auf. Du Mini! Du Mini! Schieb drauf! Schieb drauf! Eckhart! Druck, 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 druck. Geht nicht auf. Mugi. Geht nicht, gibt's nicht. Fett. Geht die haben wir da beieinander, oder? Auf den Nupsi. Ja. Bei mir schon. Jetzt machen wir erst einmal den oberen und dann den unteren. Tun wir das gerade hin. Jetzt will man alles nicht mehr. Den Kolm, gerade. Ja. Dann kommen wir dafür. So, den haben wir. Nächsten. Ja. Du hast aber den oben noch nicht. Jetzt. Guck rein. Ist schon drinnen. Tada! Tada! So, da la! Die Mängel wurden behoben. Es ist alles wieder angeschlossen an Ort und Stelle. Und jetzt reiten wir dann gleich weiter. So, der Bock läuft wieder. Und hier geht. Walter rennt mir schnell zusammen. Dann wollen wir hier noch ein bisschen. Da will ich mal zum Biesen. Öffnet. Dann fahren wir mal.
sind wir in Neuschwanstein oder bei Neuschwanstein. Ein bisschen Fotos machen. Das ist der Reise. Lumpi. Wie immer am Handy. Und saut's wieder. Gute Performance. Walter! Du hast auf einen Kuba. Welcher Walter? Du machst jetzt einen Kuba oder was? Ja, warum auch nicht? Stehen die Luxusschlitten. Jetzt sind wir gerade 75 Kilometer gefahren. Von Garmisch bis daher. Also ungefähr 75. Und ja. So, wir haben jetzt einen Kasten Bier gekauft und der Walter macht ihn da ganz professionell hinten auf seinem Moped drauf. Ja, wir waren gerade beim Essen, da haben wir halbe Bier geschenkt gekriegt. Fällt mir nicht, wo wir heute schon mal getroffen haben. Und ja. So, Andi, wir sind jetzt da an unserem Nachtplatz. Man sieht, die anderen sind schon beim Bier drinnen. Der Lumpi telefoniert gerade. Und der Andi, der schaut jetzt gerade, warum bei seiner neu eingebauten Zündung, die eine Handyanlage, also eine Ladeanlage dabei hat, warum das Handy nicht lädt. Da kommt das Kabel raus. Und normalerweise soll ja dann, wenn das Moped läuft, das Handy laden. Du jetzt aber nicht. Und jetzt wollte ich schauen, was da los ist. Ja, weil das da hier unten ist, das nämlich abgebrochen. Das sieht man jetzt fast nicht. Da ist auf alle Fälle das Kabel abgebrochen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das da hier halten, wenn das Handy lädt. Warte, jetzt lass mal mein Moped da. Wir gehen das mit einem Zündschlüssel. Nein, einfach gerade nach vorne. Gerade nach vorne. Ja. Das Handy lädt nicht. So, da la Abendaktion. Wir richten jetzt gerade Opa seine Ladeanlage fürs Handy. Das ist 220 Volt praktisch. Aber die hat es aufgeschmolzen. Das Ding ist hier. Fix, das hat es da geschmissen. Ja, aber fix. Fixen das andere wieder warm lassen. So, das hat es allein oder was? Ja, das andere, wo ich eigentlich gemeint habe, was die Spannung hat gesagt. Nö. Ist das Ladegerät kaputt? Scheiße. Gut, im Prinzip gelangert uns da normales Steckverbindung. Hallo liebe Freunde, wir sind jetzt im Nachtlager. Wir haben da unseren Kasten Bier, wie immer. Standardprogramm. Kuba. Und ein bisschen an Kuba. Grüß Gott. Wir haben da unsere Zeit da vor dem Stadl da aufgeschlagen. Sieht man nicht. Jetzt haben wir gerade probiert, dass wir die Radioanlage von der Zündab noch wieder in Gang kriegen, aber die hat es irgendwie durchgeschmort. Und ja, da müssen wir dann morgen schauen, dass wir uns. Irgendein so Vollidiot hat das eingebaut und hat gesagt, das halt hier. Ich weiß nicht, was das für ein Kasperl war. Dreh mal die Kamera, dann siehst du das. Da hockt er. Ja, da werden wir morgen irgendwas an der Tanke kaufen, da werden wir schon irgendwas zusammenbringen. Haben wir Lötkömm dabei? Sollen wir Lötkömm von der Tanke mitnehmen? Ja, werden wir dann schon sehen. Wir berichten dann morgen. Ja, heute waren wir, losgefahren? Great Barrier Reef. Heute sind wir losgefahren an der
Also nach dem Frühstück haben wir erstmal beim Edeka los. Frühstück sind wir beim Edeka los. Nach Garmisch rein. Nach Garmisch und von Garmisch sind wir dann an Eibsee. Da haben wir dann der Zugspitzbahn 15.000 Mal zuschauen können, weil wir am Reise sei. Ja, genau. Ja, in Garmisch waren wir noch an der Skisprungschanze. Genau. Und dann waren wir am Eibsee. Dann sind wir weitergefahren und sind dann an Schloss Neuschwanstein gekommen und jetzt sind wir dann beim Wirt gewesen, beim Essen und... Da haben wir noch eine halbe ausgegeben gekriegt. Ja genau, da hat uns ein netter älterer Herr, den wir heute am Eibsee schon getroffen haben, uns dann eine halbe ausgegeben, weil er das so cool findet, dass wir mit dem Moped fahren. Also wer das sieht, der darf gern uns auch mal eine halbe zahlen. Der hätte jetzt keiner was dagegen. Lumpi, naja, hast du was dagegen? Auf alle Fälle dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Meine Damen und Herren, es ist 7:30, wir stehen auf. Alles wach werden. Wollt da gestern noch seine Zeit zerstört, wie der Besuch mir gefallen ist? So, der Walter hat gemeint, wir haben kein Filmmaterial. Darum filmen wir jetzt beim Zähneputzen. Ist doch auch schön. Hat's gescheit hier? Verpöstl. Ich wollte einen Tollwut. Warte, mit was spülst du jetzt zu dir, Sobi? Bier. Bier. Das ist mir jetzt sehen. Du Lusche. Ich ganz klare Sportverletzung. Du Arschloch! Na, jetzt nicht mehr. Das ist das Richtige für Walter. Ja, genau. Alter, reg dich jetzt bloß nicht auf. Das ist so ein schlechter Wurf. Alles wart auf den Crazy Walter. Ich hab gesagt, lass mich nicht stressen. Das wirst noch du gleich sehen. So, guten Morgen. Wir sind mal wieder. Wir sind mal wieder beim Frühstücken gewesen, beim Bäcker. Und irgendwie ist da gerade ein allgemeines Moped wieder herrichten, keine Ahnung. Der Andi, der schaut, dass er seine Ladeanlage kriegt. Hat er gestern schon probiert, ist aber nicht gegangen. Jetzt hat er da irgend so ein USB-Ladeteil gekauft und hat es zerlegt. Das baut er jetzt ein. Der Lumpi. Der macht da was, weiß ich was. Was Geiles? Dem hat es da irgendwie schon wieder mal seine Primäre zu locker gedreht. Ja. Und beim Herrn Schlosser ist eine Riesensauerei. Mordslack. Weil der Herr Schlosser, der schaut, dass nicht bloß Öl rauskommt, sondern auch ein bisschen Absprit. Gell? Das ist denn da? Ein Fischer. Datzender. Und der Reise und ich, wir lassen uns unseren Kaffee schmecken. Es läuft. Was macht's? Ja, und jetzt wird's dann weitergehen zum Bodensee, wenn alle Kahn wieder hergerichtet haben. Da haben wir jetzt ungefähr wie viel?
Wie viele Kilometer? 90. Gut, dann haben wir noch 90 Kilometer vor uns. Genau. Lumpi, noch irgendwelche Grüße an Fans? Falls mal, passt. Dann, wir hören uns. Nee. Was? Verzeih mir, wo wir jetzt sind. In Lindau. Am Bodensee. Hol nicht zu weit aus. Ja, ist der Zuschauer ist direkt mitgerissen. Wir sind auf der Insel Lindau am Bodensee. Das wird schon konkreter. In der Innenstadt. Beim Wirt. Da gibt's ein Bier. Geil. So, jetzt waren wir gerade beim Essen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Moped. Jetzt dann schauen wir irgendwo einen Kasten Bier erwischen und dann werden wir uns am Zeltplatz sehen. Da darf man nicht gehen. Wo darf man nicht gehen? Da. Weil du darfst da nicht gehen. Ja. Außerdem geht's da bloß auf Österreich, ist da hoch schon. Außerdem müssen wir jetzt mal sagen, wie der Andi ausschaut, der ist ein richtig deutscher Tourist. Er war ein deutscher Tourist. Mit einem geilen Anschau drauf. Ja. So, jetzt sind wir wieder da. Nachtlager. Es ist wie immer dunkel, weil wir ewig spät rauchen. Dass wir das im Hellen noch zusammenbringen. Gross bei Lumpi. Walter. Gut. Erzählst du mir, was haben wir heute gemacht? Ja, heute haben wir am Bodensee. Und jetzt sind wir da hergefahren. Das war's. Wo haben wir? Hallo, wo wir sind. Da. In Wangen. Tschüss. Wangen. In Wangen sind wir. Ja, jetzt machen wir uns ein paar Hebe auf. Und dann stehen wir morgen um 6 Uhr auf, weil der Walter hat gesagt, er möchte früh los. Aha. Tschüss. Bis gleich. Morgen.
Es ist 8. Geil. Aufstehen. Walter. Andi. Kommen Sie raus, es ist 8 Uhr, die Sonne scheint. Das freut dich doch. Walter! Guten Morgen. Morgen! Morgen. Moin Moin! Moin. Was ist los? Müde. Müde, material und arbeitsscheu. Mhm. Ja. Lumbi? Oh. Aufstehen! Aha. Aufstehen ist schön. Weißei? Jo. Wach? Jo. Aufstehen? Nö. Doch? Nö. So wie in dieser Verhandlungssache, weil du hast eine offene halbe Bier da stehen. Was hab ich? Eine offene halbe Bier da stehen. Wieso denn die? Wollte ich nicht, scheinbar hast du noch nicht aufgemacht, aber noch nicht getrunken. Nein, das kann ich nicht, gestern zusammengesucht. Dann hast du vielleicht einfach noch mal Dusch gehabt. Ich hab Schlaf gewandelt. Das könnte auch sein. Naja. Drehen wir zusammen und fahren wir weiter. Michi hat Malheur. Und so ist er sein Duschgel aufgegangen. Jetzt wird es heute ein bisschen schaumen beim Zähneputzen. Blutzifix. Das ist ja alles voll. Boah, ich sehe nichts. Halt halt die Bröte. Ich darf es auch mit Großmacher schlossen. Also ja, mit was soll ich denn sonst auswischen? Mit einem scheiß Klopapier, was du dabei hast. Stimmt. Mit einem scheiß Scheißpapier. Boah, Herr Reis. So, weiter geht's. Abfahrt zu Edeka. Guten Morgen zusammen! Wir richten jetzt gerade Reise seit Brems mit einem Feuerzeug und ein bisschen Ballastolöl. Und wir hoffen das heim. Und ja, genau, jetzt holen sie noch ein bisschen Werkzeug aus, die Boys. Und jetzt schauen wir weiter. Ich glaube, es ist noch das Gas aus. Gas. Lass mich mal hinter. Opi, mach mal. So, jetzt kommt Opa jetzt ans Werk. Jetzt müssen wir aber erst das Rommel-Tiri-Drucker da. Mit einem zweiten Zangel das Ding mit dem. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn der Zangel? Der liegt heraus, mehr habe ich nicht. Das ist heraus? Nein. Wo ist? Warte mal, können wir die Bremse ein bisschen aufgedruckt, dass es nicht auf Spannung ist? Ja, das haben wir gerade vor. Nein,
ich tue einen Druck auf die. Ich habe gerade einen Döner gegessen da hinten. Sau gut, Industriedöner in, was ist Übermann? Kempten. Irgendwo bei Kempten. Auf alle Fälle zu empfehlen. Lumpi zahlt jetzt noch schnell und dann fahren wir wieder weiter. Ich hab mir Sicht, aber da drinnen ist jetzt gerade der Walter und der Michi und die müssen jetzt einen Playboy anschauen, weil da irgendein Mimi drinnen ist. Wo stehen's? Nur Scheiß im Kopf. Wenn wir schon fast keine Pannen haben, dann müssen wir jetzt da mal ein bisschen was filmen. Michi möchte jetzt seinen Bartenzug nachstellen, weil der ein bisschen gar jetzt hat. Ja, sieh. Lumpi schmiert seinen Kahn ein bisschen nach. Walter, was möchtest du noch machen? Ich möchte nachschauen. Bei was? Bei meiner Zündung. Einwandfrei. Warum möchtest du bei deiner Zündung nachschauen, Walter? Ach, halt die Fresse. Du, der will auch noch mal schnell. Ist schon wieder kaputt, Walter. Nein, kaputt ist nicht. Laufen tut alles. Nur schon. Die ganze Zeit. Nur läuft's. Die ganze Zeit lang. Schauen wir mal. Ach ja. Gewohntes Bild. Hat die gar nicht viel stimmt. Bestes Patent, was wir haben. Wir hatten dies Zeit noch. Am Reise ist nämlich die Kupplung ein bisschen abgehauen. Das ist Raum. Jetzt haben wir hochprofessionell einfach so ein Astel reingesteckt. Einfach wild. Aber der Walter meint, der hat noch Schrauben. Ja. Walter hat sowieso eine Schraube locker. Walter hat eine Schraube locker. Das ist ja. Aber jetzt geht's auf. Lumpi ist beim Biesel. Machen wir ja Mauern. Ja, den hab ich auch vorhin geschaut. Hurra! So, ja, es geht auf. Walter hat sich wieder der Unterbrecher versteht. Ey. Nach einem halben Kilometer. Könnte sein, dass es ein bisschen unwuchs ist. Honey.
Reise, erzähl mir gerade, was passiert ist. Es hat Zup gemacht. Zup. Und das heißt? Kolbenfest. Kolbenfest. Ja, hoffentlich nicht mehr lange. Scheiße. Erst mal abkühlen lassen. Das war ganz schön gleich aufgegangen. Zumindest eher Wetter sein jetzt wieder. Das ist gut. Pannenbier! Was ist denn Rauchbier? Weil ich hab gerade seine Schwand auf der Zunge. Prost! Prost! Na denn? Kann kalt werden lassen und danach geht's. Jetzt Gericht und dann geht's weiter. Aber ein Nehmer, also ich glaube, dass die Dichtung nicht dicht ist. Das glaube ich auch nicht. Warum ist die dicht? Aber warum ist das dann durch heraus? Nein, so voll los. Das ist aber auch kein Kratzen, ne? Die geht schon. Da hat er was gekommen. Zum So, wir haben jetzt da den Zylinderkopf abgebaut, damit Reise sein Moped ein bisschen auskühlen kann. Und in der Zwischenzeit hocken die Biernasen da hinten. Die Oberbiernasen filmen. Filmen wir mal auf der linken Hand. Ja. Ja, also. Das wäre halt unser Nachtlager und unser Nachtessen. Michi, unser erster Brandstifter. Walter halt da hinten gerade noch Holz. Und ja, ich habe auch schon gekocht. Fast ein Bier ist kalt gestellt. Und ja, dann werden wir uns da oben unsere Zettel da noch aufschlagen. Das ist eine kleine Abfahrt da. An der Arme. Da werden wir zetteln. Ja. Unsere ersten zwei Brandstifte. Die Wartung ist da. Eine Flasche Feuerwasser. das darf schon ein bisschen die Hitze ist das. So, meine lieben Leute, der Walter kocht jetzt da gerade unser Schorswolle. Das weiß ich nicht so. Fuchtswolle. Fuchtswolle und Würstel haben wir auch schon irgendwo da hinten, glaube ich, liegen. Die haben schon durch. Ja. Ja. Gibt es ein paar Semen dazu und ein bisschen Senf drauf. Na, das ist ein bäriges Essen, würde ich sagen. Lumpe. Warte. Herzlich willkommen zu Kochen mit Crazy Walter. Also, wie geht es das?
Also. Wir machen eine Schorswollsemi. Eine Pfuchtswollsemmel. Ja, quasi. Für alle, die jetzt kein Bayerisch kennen. Sauerkraut und Würstel. Aha. Packst du da Würst? Würst, okay. Schmeißt es am besten nicht alle. Und Würstel blasen. Fein. Das kann ja gut und so weiter. Nur mehr ein Würstel? Ich mache mir sogar jetzt eine dreifache. Einfach. Drei Würstel. So, dann haben wir da irgendwo unseren Senf. Wo ganz wichtig ist, dass man nicht vorne oder in der Mitte drauf drückt, sondern von hinten. Löwensenf! Gehen wir das da schön drüber. Mhm. Senf über die Würstel, okay. Und dann, ins Highlight, Sauerkraut, das ungefähr 5 Minuten gekocht worden ist. So richtig bärige Schorswoll. Alter. Das ist ein Moped-Burm-Semi. Genau, sogenannte Moped-Burm-Semi. Und wichtig ist auch, dass der Deckel oben drauf kommt. Also der Boden oben drauf kommt. So, der Deckel muss unten sein. Ist doch einmal frei. Das ist. Und wie schmeckt das jetzt weiter? Ich hab gerade noch nicht probiert. Probier mal. Das ist mega geil. Probier mal. Wie schmeckt das? Einwandfrei. Absolut delicious. Absolut delicious. Sehr gut. Ihr habt es gehört. Also kann man nur noch zum Nachmachen empfehlen. Ja. Bei mir hat es auch gegessen, der ist jetzt noch die vierte, der scheißt mir in den Hosen. Irgendwie wird es schon gut gehen. Guten Morgen! Weckdienst! Genau, Mann, da! Wer ist er denn? Wo ist er denn? Michi! Aufstehen, 8:30! Mm-mm. Doch! Mm-mm. Walter! Walter! Walter? Ja. 8:30? Ich hab gesagt 9. 8:30? Nein, war's gut. Jetzt ist 8:30. Ja, das ist schlecht. Nein, ist gut. So. Aufstehen. Stulle holen. Weiterreiten. Wir fahren heute übrigens in Lederhosen. Schneidig schaut's aus, Bum, schneidig schaut's aus. Weil heute wird's wieder schön und heute fahren wir ja heim. Festgestellt, dass wir ein extrem lautes Moped auf einen Schlag haben. Ja, und wer sucht, der findet. Also der Krümmer vom Reise sein Motor ist unten. Komisch, also dass das so laut Auspuff war. Ist runtergegangen. Komisch, dass das so laut war. Abkühlen lassen, aufgeschrauben, weiter geht's. Weiterfliegen. 12 Uhr. Unser Chefmechaniker ist gewohnt, dass er Samstagmittag einfach eine halbe trinkt. Ich glaube, die kriegen wir sogar drauf. Was? Dass die Dichtung so weit drinnen ist.
ja, abkühlen lassen, dann wahrscheinlich ein bisschen. Jetzt stehe ich nicht. Das klang hier und du schreibst auch viel. Ja. Wenn du bloß bei der Feier irgendwie hinter der Vergaser sauber schief drunter. Das gehört so, dass der schief ist. Ganz professionell. Gardena. Schlau. Sollten Sie Probleme haben, rufen Sie Gardena an. Was hast du dir jetzt zum Frühstück gegeben? Tour, was dieser wieder? Wir sind wieder da. Schauen wir mal, was nächstes so geht. Jetzt machen wir uns ein Stück Bier auf. Und ja. Genau. Dann ziehen wir weiter. Danke fürs Zuschauen. Merci. Geht's. Ende. Oh, mm-hmm.